Oh man, ein Level mit Knuckles. Death Chamber. Drei Torschlüsse. Wieso müssen das drei sein? Kann das nicht einfach nur einer sein? Oh, das Level. Ich erinnere mich jetzt. Das ist ein ziemlich gammeliges Level. Dieses Level ist echt nervig. Da kommt man nicht durch. Müssen wir hier durch? Jo. Wir kommen hier überall nicht durch. Ich habe das Gefühl, dass es in diesem Level ein Power-Up für uns gibt. Da kommen wir ebenfalls nicht durch. Ja, es gibt definitiv irgendwo ein Power-Up für uns. Denn mit einem bestimmten Power-Up werden wir diese andersfarbigen Kisten zerstören können. Na, sag ich's doch. Hammer Gloves. Jetzt sehen unsere Handschuhe schon ein ganzes Stückchen stylischer aus. Und wir können jetzt Stahlcontainer aufbrechen, auch wenn ich versehentlich den Text übersprungen habe. Tut mir leid, Leute. So, gehen wir erstmal hier durch. So. Und jetzt haben unsere Schläger auch so einen komischen roten Schweif hinten dran. Gibt's dort irgendwas? Wieso können wir uns da reingraben überall? Egal. Laufen wir nach oben. Da müssen wir wohl eine Sanduhr aktiviert haben. Ich sollte mich vielleicht ein wenig beeilen. Ist hier drin irgendwo einer? Nee, hier drin ist nur ein riesiger Geist. Oh mein Gott. So. Gehen wir durch diese Tür hier. Da ist nichts drin. Oben ist ein Schalter. Was bringt dieser? Gehen wir mal in die andere Richtung. Ah. Edelsteine finden macht Spaß. Auch wenn es diesmal Schlüssel sind und keine Edelsteine. So. Was ist hier drin? Ich habe das Gefühl, wir sind hierher gekommen. Ja, ganz offensichtlich. Aber da hinten in dem Raum gab es wohl nichts. Zumindest nicht den ersten Schlüssel. Wahrscheinlich gab es da irgendeinen, aber das Spielradar ist ja so unfair, dass es uns nur die anzeigt, die gerade an erster Stelle sind. Dann gehen wir mal hier unten rein. Das können wir das irgendwie zerstören? Ja, da können wir durch, genau. So rum war das. Kommen wir auf der anderen Seite raus, ich erinnere mich. Ich renne auch noch rein. Das gibt's doch gar nicht. Los, Rakete, zerstör die Wand. Und was gibt's da drin? Außer einer Sanduhr? Nichts. Immerhin eine Sanduhr, die wir höchstwahrscheinlich brauchen, um hier durchzukommen. Wusste ich's doch. Allerdings ist hier drin auch nichts. Da ist wieder so ein Bild an der... Okay. An der Wand gewesen. Lass mich durch, lass mich durch. Schalterroboter. Oh, der schießt genau in dem Moment, wo ich... Oh, ich könnte ihn echt umbringen. Das geht ja mal gar nicht. Mit diesem Schalter können wir diese Falle hier anhalten. Um dann unsere Tür zu öffnen, um wieder zurückzukommen. Wie unfair ist denn das Level? Ich gehe lieber hier durch. Weil nach hinten müssen wir sowieso nicht. Da ist der erste in der Nähe irgendwo. Es wird gelb. Hier irgendwo. Irgendwo hier an der Wand. Hier unter Wasser irgendwo. Oder auch nicht. Ach, da. Perfekt. So, two more left, hat Knuckles gerade gesagt. Und damit hat er ganz recht. Es fehlen uns noch zwei Stück. Gehen wir mal hier weiter. Die Schöne und das Biest. Muss ich das verstehen? Wie auch immer. Hier durch. Gibt es hier irgendwas? Nein, gibt es nicht. Gehen wir wieder zurück. So. Diese Sanduhr hat nur eine sehr kurze Zeit, wie ihr alle gerade gesehen habt. Und ich gehe mal hier durch. Es ist
fast nur reines Rumgerate hier mit den einzelnen Orten. So, graben wir uns hier durch. Hier ist ebenfalls keine Zeichen des Emeralds. Vielleicht, wenn wir hier im Kreis rumfliegen, bewege ich jetzt mich mal in die andere Richtung, denn wir sind vorher. Eine Sekunde, es hat geklingelt. So, da bin ich wieder. Also, wir wollten hier durch und uns mal in der anderen Richtung dem Level widmen. Sind wir hier nicht gerade hergekommen? Ah, ich bin doch total doof. Gehen wir halt mal in die Richtung. Und dadurch. Vielleicht haben wir da ja einen Hinweis. Auf den Edelstein. Beziehungsweise den Schlüssel. Ach, das war die Tür. Großartig. So. Nein, mach schneller. Hier durch, hier durch, hier durch, hier durch. Und nein, 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 nein. Oh Mann, nur weil ich gegen die Wand gelaufen bin. Schalter betätigen. Sanduhr betätigen. Sanduhr betätigen. Und durch die Tür gehen. Ah, geht doch. So, hier an der Seite gibt's... Ah, da gibt's ein komisches Bild, wo wir durch können. Hier gibt's anscheinend für uns aber ebenfalls nichts. Jo, ciao. Und hier müssen wir in diese Richtung weiter, wenn ich mich recht entsinne. Mal schauen, ob hier irgendwas ist. Nö. Aber diese Sanduhr brauchen wir, um die Türen zu... Ah. Ich, intelligentes Wesen. Außerdem brauche ich diese Sanduhr gar nicht. Das heißt, ich habe gerade umsonst mein Schild verschwendet. Und hier ist wohl ein Schlüssel. Das ist sehr gut, finde ich. Ist der wieder hier in der Mitte? Oder hier am Rand irgendwo? Da irgendwo. Und das Gefühl, er könnte da oben drin sein. So, ich gehe jetzt nicht ans Telefon, das soll mal gefälligst jemand anders machen. So. Ich muss da irgendwie hochkommen. Und zwar ohne, dass ich am Ende runterfalle. Genau so. Ach, wusste ich's doch. Da ist er. 800 Punkte habe ich dafür bekommen. Das war doch gar nicht mal so schnell. Wieso kriege ich dafür Bonuspunkte? Wie auch immer, gehen wir mal in diese Richtung. Ich wollte mich jetzt nicht in den Boden graben. Dann müssen wir wohl diese Sanduhr hier oben aktivieren. So. Zack. Und durch. Geht doch. Boah, diese Gegner stören mich wirklich. Allerdings ist es nicht so einfach, in solchen Leveln hier zu sterben, da man meistens irgendwelche Ringe wieder mitnehmen kann. Hier ist auch nichts. Oh Mann. Flacher Skorpion. Na, wie auch immer. Ich glaube, das ist irgend so ein Skorpion im Boden, wo wir graben müssen. So, hier durch. Kommen wir hier irgendwo hin, wo es etwas geben könnte? Kann ich das irgendwie zerstören? Ich glaube nicht. Ach, so. So, gib mir mal Ringe. Ringe. Diese Viecher sind echt nervig. Das geht gar nicht. Ich habe aber das Gefühl, als ob uns das keinen weiteren großen Gang eröffnet. Jo. In dem Raum ist nichts. Können wir wieder hoch. Und, in diese Richtung müssen wir weiter, glaube ich, oder? Jo, ich nehme es mal an. So. Das ist auch schon grün. Ich aktiviere mal die hier. Denn hier ist wahrscheinlich irgendwo ein... Mann! Wie gemein ist das denn? Irgendwo ein Ring? Irgendwo ein Ring? Ein Ring? Ein Ring, bitte? Hallo? Ich hätte gerne einen Ring. Da sind Ringe. Gut.
Ich gehe mal in den Pyramidenkern jetzt wieder. Mich interessiert das, ob der letzte jetzt da ist. Weil ich weiß, dass das der Pyramidenkern ist, das hat Omochao, glaube ich, mir gesagt, letztens. So, aktivieren wir die hier. Und hier ist wohl nichts Besonderes. So, Pyramidenkern. Ah, so wie es aussieht, ist hier nichts. Glaube ich zumindest. Ach doch! Doch, doch, doch. Hier irgendwo in der Nähe. Sag mir nicht unter diesem Ding. So. Flacher Skorpion war der Tipp. So. Ach, der flache Skorpion. Der ist wahrscheinlich flach, weil das Ding da drauf fallen könnte. Perfekt. Hurra. Das ging doch überraschend schnell eigentlich. Mal schauen. Time-Bonus 0. Na danke. Rang D. Immerhin nicht E. That was tough. So, was kommt jetzt? Ich erinnere mich gar nicht mehr so gut dran. Emblem Nummer 12. Komm, komm. Komm schon. Who's there? Om nom nom. What the... A ghost? Ach, das ist ein Bosskampf. Wieso ist das grün? King Boom Boo. Ich glaube, das mit dem Grün ist eine Anspielung auf Ghostbusters oder so. Erst noch ein paar Ringe holen. Ich muss von hinten nach hinten ran. Oder? Diese Sanduhr. Wow. Ich muss hinter ihn und die Sanduhr erwischen. Vielleicht muss ich warten, bis dieser Geist nicht hinguckt. So, jetzt ist Licht hier. Jetzt kann ich, jetzt muss ich ihn verfolgen und ihn schlagen, glaube ich. Oder ich muss mich in ihn reingraben. Irgendwie sowas. Komm, komm, ich will dich nochmal treffen. Nein. Okay, das muss ich jetzt viermal machen, so wie es aussieht, wenn ich mir die Lebensleiste von ihm anschaue. Okay. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu viele Ringe nehme. Und ich muss aufpassen, dass der kleine Geist mich nicht sieht. Wenn ich jetzt hingehe. Oder ich muss ihn absichtlich ein bisschen triggern. So, erkennst du mich? Nee, tust du nicht. Gut. Ah, also wenn der Große seine Feuerbälle spuckt, dann tut der Kleine, glaube ich, nicht stören. Mal schauen. So. Dann warten wir mal, bis du deine komische Animation machst. Genau, perfekt. Und stirb. Noch zweimal. Ach, der Boss ist doch relativ einfach, finde ich jetzt. Ein klein wenig, wobei, straightforward würde ich fast nicht sagen. Hat schon einige Eigenarten. Mir gefällt der Bosskampf eigentlich. So, ich glaube, jetzt triggert der. Jo. Ich glaube, der nächste triggert wieder. Wusste ich's doch. Der nächste triggert vielleicht wieder. Keine Ahnung. Jo. Ich renne jetzt einfach mal hin und her, so oft's geht. Ich frag mich, wenn er nicht mehr triggert. Ja. Der muss, glaube ich, mal sein Feuer spucken und dann, komm schon, mach deine Feuerattacke. So, jetzt. Während der Feuerspuck. Genau, das ist wohl die Taktik. Da muss ich das nächste Mal ein bisschen geduldiger sein. Wieder an die Wand, dann warten wir wieder, bis er seinen Rumgezitter macht. Dann kann ich ihn, genau, rausholen.